Moin moin Leute, ich bin Lankobus Brain oder einfach Janik und begrüße gerade dich zu einem komplett brandneuen RPG Maker Horrorprojekt auf dem Kanal. Und ihr könnt es schon sehen, das Ganze haben wir schon mal gespielt. Aber in einer älteren Fassung, es ist mittlerweile schon mehrere Jahre her, Aoni hat ein Remake bekommen. So wie The Witch's House, wie The Crooked Man, diese ganzen Games haben ja alle so ein kleines Remake bekommen. Und so ist es auch bei Aoni. Ich bin super gespannt, das Game jetzt nochmal in dieser geremakten Variante zu sehen. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, um die nächsten Parts nicht zu verpassen. Gucken wir erstmal rein, was wir alles haben. Einstellungen, Vollbildschirm, jawohl. Sprache ist Deutsch, das finden wir super. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir doch direkt einfach mal in ein neues Spiel. Oh Gott, wenn ich den da rechts schon sehe, kriege ich schon wieder Panik. Spielen Sie die ursprüngliche Aoni Hauptgeschichte. Rein da. Play the main story by selecting new game. Wow, direkt dafür kriegt man ein Achievement. Stark. In einem verlassenen Herrenhaus am Rande der Stadt soll ein Monster auftauchen. Es ist viel sauberer, als ich dachte. Findet noch jemand, dass es ein bisschen kühl ist? Kommt schon, Leute, lasst uns von hier verschwinden. Wie bitte? Sag mir nicht, dass du Angst hast, Takeshi. Kommt schon, Leute. Lasst uns von hier verschwinden. Das ist lächerlich. Takeshi, Geister gibt es nicht. Es ist wissenschaftlich unmöglich. Hey, Hiroshi, sei vorsichtig. Okay, sie ist verschlossen. Was haben wir denn hier? Ach, ein Teller ist runtergefallen. Ich finde die Grafiken jetzt schon sehr hübsch. Eine zerbrochene Platte. Platte Scherbe. Wir können tatsächlich nur nicht rennen. Na klar. Leute? Sie lässt sich nicht öffnen. Wer hätte das erahnt? Haben wir gerade das erste Mal Aoni gesehen? Ich weiß gar nicht, ob er Aoni hieß. Ich weiß nur, dass die Jumpscares auf jeden Fall ziemlich heftig waren. Und dass das Game an sich ziemlich gruselig war. Oh, take a total of 100 steps. Stark. Hey. Sie schüttelt sich heftig. Takeshi? Sie schüttelt sich heftig. Wo sind die anderen? Sie schüttelt sich heftig. Okay. Den können wir, denke ich, erstmal... Sie können wir nicht beruhigen. Gut. Ja. Okay. View the floor plan. Sie ist verschlossen. Man bekommt hier wirklich für alles ein Achievement anscheinend. Lass sie nicht öffnen. Gehen wir erstmal hier alle Räume ab. Verschlossen. Lass sie nicht öffnen. Gut. Sehen wir denn hier auf dem Floorplan irgendwie einen anderen Weg? Unten soll es nach oben weitergehen zu anderen Räumen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Oh, du schüttelst dich nicht mehr. Doch, sie schüttelt sich heftig. Wir können übrigens die ganze Zeit natürlich auch weiterhin speichern. Das war ja auch immer ein wichtiges Ding, weil man so oft irgendwie draufgehen konnte. Posten? Das ist ein bisschen gefährlich. Also, ich denke nicht, dass wir jetzt hier jemanden bedrohen sollten. Kann hier nicht verwendet werden, ja? Das dachte ich mir. Gehen wir erstmal nach unten. Lässt sich nicht öffnen. Wo sollte man denn eine Scherbe vielleicht verwenden? Weil hier geht ja keine andere Tür gerade auf. Höchstens, wenn man irgendwo was kaputt machen will. So zerschneiden oder so. Verschlossen. Vielleicht müssen wir noch mehr die ganzen Sachen uns untersuchen. Vielleicht können wir hier auch irgendwas aus dem Kühlschrank nehmen. Nee. Nö. Nö. Okay. Und oben ging es auch nicht weiter. Irgendwo müssen wir andere Räume finden. Sieht man denn hier drauf irgendwas, wo es lang gehen könnte, wo wir noch nicht waren? Nö. Können wir hier uns irgendwas weiteres angucken? Nö. Sie schüttelt sich heftig. Todesfälle 0. Hey, wenigstens das. Schlüssel zur Bibliothek erworben. Sehr gut. Die Frage ist natürlich, wo vermaledeit ist die Bibliothek? Die könnte ja überall sein. Ich würde schätzen, hier
oben vielleicht? Nee. Eine Tür war doch verschlossen. Die hier war, glaube ich, verschlossen. Ja. Okay. Da ist er auf jeden Fall gerade das erste Mal lang gelaufen. Wir können auch immer noch nicht rennen oder so. Boah, ich habe Angst. Puh. Creepy. Okay, wir finden hier gerade noch nichts. Können wir hier die Bücher auf dem Tisch lesen? Ja. Schlüssel zum Schlafzimmer. Oh. Der sieht aber selbst im Remake nach wie vor sehr witzig aus. Ja, was weiß ich, wo das Schlafzimmer ist? Wir sind tot. Game over. Der blaubeerfarbene Riese fing Hiroshi. Rangliste? Wie kommen die im Deutschen bei der Übersetzung auf Rangliste? Was wollten sie da übersetzen? Rank? Nee. Aber wie kommt man... Die deutsche Übersetzung wirkt wieder so ein bisschen wie durch einen Translator geworfen. Ich find's fast ein bisschen funny. Es ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen schwierig, weil... Was passiert, wenn ich jetzt eigentlich gleich in die Pausenmenü gehe? Darf ich das? Nee. Ich werde ja gerade gejagt. Halleluja. Ja, Schlafzimmer. Da hätte ich mich jetzt unter einem Bett wahrscheinlich verstecken müssen. Gut. Aber es ist genauso... Oh, Todesfälle 2, der merkt sich das. Oh nein. Und es gibt bestimmt verschiedene Endings, je nachdem, ob man stirbt, oder? Ich finde es auch toll, dass es Todesfälle heißt. Nicht einfach Deaths oder so, nein, Todesfälle. Sehr wichtig. Es ist nach wie vor so, wie ich es mir, wie es noch in Gedanken habe. Wir können übrigens hier mal speichern, weil dann kommen wir schneller immer wieder weg. Viel einfach nur ausprobieren, rumlaufen und man wird gejagt von dem gruseligen Ried. Boah Gott, sieht der abgefreakt aus, wirklich. Der sieht aus wie dieses, es gibt dieses Creepypasta-Bild, haben sie diesen Mann schon einmal in ihrem Traum gesehen. So Sonnengesicht hat der. Ach du meine Güte. Ich hoffe, wir müssen uns jetzt unter dem Bett verstecken. Wir müssen oben in den Schrank. Wir müssen uns nicht unter dem Bett verstecken. Schritte, 833. Aber ey, wenigstens sammle ich die. Meine Apple Watch dankt mir. Ich meine, Schrank ergibt ja auch einfach nur Sinn, weil es hat sich ja auch Takeshi im Schrank versteckt. Von daher naheliegend hätte man direkt drauf kommen können, dass man dahin muss. Oder auch nicht? Nicht, dass wir am Ende, dass das oben auch ein Schlafzimmer ist. Ja, hier waren wir gerade ja schon. Es fängt jetzt schon wieder an, dass ich wieder keine Ahnung habe, wo man lang muss. Ist das großartig. Wir können natürlich auch mal versuchen, ob das oben auch ein Schlafzimmer ist. Vielleicht hat das ja, ist der Schlüssel für zwei Schlafzimmer gemeint. Und wenn oben links ein Schlafzimmer ist, vielleicht ist oben gerade... Gewagt. Und der Jumpscare war ja der Wahnsinn. Und ich weiß halt auch einfach jetzt schon, dass das auf jeden Fall das Thumbnail sein wird. Gott, wie witzig, hat der denn da reingeguckt?
Aber es stimmt, ich erinnere mich daran, dass man sehr schnell sein musste und enge Wege nehmen muss, damit der einen nicht erwischt, bevor man drin ist. Weil sobald, genau, sobald er noch nicht im Raum ist und man sich dann versteckt, dann hat man ihn quasi überdauert. Okay. Ja, und jetzt können wir uns hier in Ruhe umgucken, ne? Können wir mal gucken, ob hier jetzt wirklich nichts irgendwo rumliegt. Aha. Okay, das war vielleicht die falsche Seite. Oh, oder? Aha. Ich sollte vielleicht auch mal speichern nochmal. Mhm. Pianoraum. Blutige Tasten. Sag jetzt nicht, ich soll wissen, welche Taste das ist. Keine Ahnung. D. Tiefes E. Ach, hör doch auf. Huh? Wie soll ich denn davon? Was? Also, ich sehe Tasten, ich sehe Blut auf den Tasten. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo das C anfing bei einer Klaviatur. Aber dafür haben wir diesen wundervollen Steam-Browser. Und da können wir einfach eingeben. Klaviatur. Mit Noten. Bumm. Und dann sehen wir, dass wir ausgehend von dem Dreierblock hier, wir sind bei einem H. H, C, D, E. Okay. Angefangen beim H. Und die Tasten, die abgefragt werden, sind... das hier? Nee. Die Taste, die hier so reingeht. Huh? Ich bin verwirrt. Welche Taste sieht denn so aus? Die links dünn ist, aber rechts oben dicker. Links dünn, rechts oben dicker. Ist damit ein E gemeint oder ein H? A, B, C, D, E, wäre eine 5. Dann könnte es ein G sein oder ein A. Also eine 1 oder ein G halt. Dann könnte es... Nee, das ist ein H. Was soll dann die Taste da sein? Die Taste, habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Aber auch die letzte Taste weiß ich nicht genau, was das sein soll. Weil... Die Taste... Wie funktioniert die Taste? Ich schätze, das war die falsche Nummer. Meinst du? Ich meine, man kann hier auch nirgends wie, also nicht drauf rumdrücken oder so. Und man sieht das Blut nur auf den Tasten. Also nur von H bis A. Nee. Das sind ja hier Zweier und danach kommen nochmal Dreier und davor kommen auch Dreier. Ja, es fängt ja immer... Boah, ist das hier alles verwirrend. D. D, E, F, G, A, H, C. Aber das sind ja die Zweiertasten. Also eigentlich sind es ja die hier. Also C, D, E. C, D, E. Und davon dann die Tasten, die wir dazu zuordnen können. Soll das dann C sein? C, D, E, F. C, D, E, F. Nee. Boah. Wie soll man denn davon darauf kommen? Also, das Klavier sagt mir doch gar nichts, außer dass da halt Blut ist. Aber hey, wir haben eine Tür aufgeschlossen. That's something. Ah, die Tür ist das, okay. Wir haben keinen anderen Schlüssel, das heißt, das... Taschentuch erworben. Nein, 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 n
Nein. Sag nicht, ich wollte gerade ein Rätsel lösen, ohne alle Items zu haben. No. Please don't. No. Don't say this. Muss ich hier das Taschentuch verwenden? Safe muss hier das Taschentuch verwendet werden. Okay, warum habe ich ein Taschentuch? Was soll ich mit einem Taschentuch tun, außer das abputzen, was blutig ist? Okay, ich kann mich hier verstecken. Es könnte natürlich auch sein, dass unten jetzt andere Räume noch offen sind. Oder dass sich irgendwo anders noch Leute verstecken. Halleluja. Humsker. Aber denke ich vielleicht zu kompliziert? Ist es schon möglich, das zu lösen? Der taucht halt auch random auf, ne? Das ist echt frech. Weil vielleicht ist es halt noch nicht zu lösen, weil wir noch nicht die Items haben. Vielleicht aber schon. Kreuzschlitzschraubendreher. Immer schön hier alles abspeichern. Wo könnten wir was aufschrauben müssen? Okay, es ist jetzt mittlerweile sehr viel hier offen. Seife. Open the lid of the toilet. Ey, zum Glück haben wir das gemacht, oder? Okay. Der Bohrer kann ausgewechselt werden. Hast du die Seife auf das Taschentuch gegossen? Naja, eigentlich nicht, aber du hast es halt getan. Ja, was ich noch ausführen wollte, ich glaube, das werden wir niemals schaffen, bis hier oben. Ich glaube, die deutsche Übersetzung ist sehr durch so einen Google Translator geworfen worden. So, hier müssen wir es jetzt aber verwenden, oder? Wischte die Schlüssel mit dem Taschentuch ab. 239. Und das sind die Tasten. Rechtsstick, Linksstick, mit... Hiroshi, du bist in Ordnung. Mehr oder weniger. Hiroshi, hast du es auch gesehen, dieses Monster? Ich kann ernsthaft nicht glauben, dass so ein Monster tatsächlich existiert. Alle Ausgänge sind versperrt. Wir sind hier drin gefangen, alle von uns. Sieht so aus. Wir sollten uns aufteilen und den Ort durchsuchen. Ich werde im Erdgeschoss nachsehen. Na gut. Wie absolut frech war das denn jetzt gerade? Du willst mir sagen, der ist einfach an dir vorbeigelaufen, du Dorftrottel? Was ein Blödmann. Uiuiui. Aber hier nach oben zu laufen, auf jeden Fall smart. Man muss dann halt nur gleich direkt in den Schrank rein. Die Sachen sind random? LOL! Ich wusste nicht, dass das Game so krass durchdacht ist. Das finde ich krass. Das ist ja fast wie eine eigene KI hier gerade. Die sind gedreht. Das ist dann keine 9, sondern eine 6. Oh mein Gott. Das ist ja voll cool. 3. 9. Aber gibt's dann gar keine 2? Was wäre denn eine gedrehte 2? Eine 8? Oder muss ich jetzt weiterdenken? Weil, gucken wir uns mal die Symbolika an. Warte, ich mal mir das doch mal auf. Hoppala. Nein, ich habe meinen kleinen Block kaputt gemacht. Mein Herz. Was mache ich denn ohne meinen kleinen Block? Heulen. Unmöglich. So, wir malen uns das mal auf. Zack, 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 zack. Das ist 2. Na, das ist keine 2, das ist gleichzeitig eine 5. Darum geht's. Ja, die 3 ist, ja, ziemlich easy. Das ist halt das Mittelding, was man nicht drehen kann. Und das hier kann halt gedreht werden. Das ist eine 9 und auch eine 6. Okay, naheliegend.
Das bedeutet, das, was so gedreht wird, ist eine 6. Das ist eine 3. Kann ja nicht anders sein. Das ist eine 9 tatsächlich. Und das hier ist jetzt nämlich eine 5. Sag ich doch. Ist falsch. gucken wir uns noch mal einmal kurz die Tatsachen hier an. Die 9 ist gedreht. Eine 6. Das ist eine 3. Das ist eine 9. Und das ist eine 2, die gedreht wird zur 5. Ich hab recht. Das Spiel lügt. Hä? Aber wenn das doch die 2 ist und ich das jetzt auf den Kopf drehen würde, dann ist es doch... Malen wir mal einmal auf. Dann ist es doch eine... Moment, ist das andersrum auch eine 2? Ist die 2 eine 2 auf dem Kopf? Wie male ich denn eine 5? Ist... Freunde, ich werde verrückt. Das Spiel macht mich jetzt schon irre. Okay, fangen wir mal an. 6, 3, 9, 2. Schlüssel für das Kinderzimmer, da ein Glück. Freunde, wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie ich in diesem Spiel vollkommen verzweifle, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Part von Aoni. Ich muss frische Luft oder so. Ich will vielleicht auch mal baden, keine Ahnung. Irgendwie Kopf freikriegen. Ciao.